So, ihr zwei, ihr wisst, was heute ansteht, oder? Ja, wir gehen heute zur Polizeistation und leisten unseren Dienst ab dafür, dass wir das mit dem Flughafen gemacht haben. Tut uns leid, Papa. Jetzt leistet ihr ja gute Arbeit dafür. Deshalb soll euch verziehen sein. Aber trotzdem war das wirklich eine unmögliche Aktion. Sowas dürft ihr nie wieder machen. Ja, Herr Bergmann, ich hab's auch verstanden. Mein Papa hat auch nochmal ziemlich doll mit mir geschimpft und Alina hat das auch erzählt. Gut, wenigstens habt ihr es jetzt verstanden. Dann los, auf zur Polizeistation und helft mal dem Robin dort. Ich denke mal, er braucht viel Unterstützung. Okay, komm Linus, dann machen wir uns mal auf den Weg. Alina, für was brauchst du denn aber deine Kamera? Die brauche ich, um vielleicht ein paar Bilder zu machen und ein cooles Video vom Gefängnis. Oh Mann, aber bitte benutzt die Kamera nur, wenn es dir Robin auch erlaubt. Das letzte Mal hast du die Kamera auch in der Schule benutzt, wo es eigentlich verboten ist. Bitte mach das nicht mehr. Okay, Papa. Alles klar, wir machen uns jetzt auf den Weg. Dann sehen wir uns später. Und bitte, heute mal nichts anstellen. Ich möchte einen Tag haben, an dem mal alles in Ordnung ist und nichts Großes passiert. Es kann ja nicht sein, dass ich mich jeden Tag so furchtbar aufregen muss. Ja, ja, ist ja schon gut. Bitte, 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 lass heute mal nichts passieren. Ich möchte einfach mal einen ruhigen Tag haben. Aber wie es mein Gefühl mir sagt, wird heute wieder was passieren. Ich ahne schon wieder nichts Gutes. Aber diesmal ist ja Robin dabei. Oh Mann, Robin, mit den zwei im Gefängnis, mit denen haben wir viel zu tun. Dieser Trick und Track, das sind ganz, ganz ausgetrickste Verbrecher. Ich hoffe mal nicht, dass sie nochmal hier rauskommen. Das dürfte nicht passieren. Nein, nein, das wird auch nicht passieren. Wir haben ja alles gut unter Kontrolle. Du bist auch nicht mehr alleine an der Station. Heute helfe ich dir zum Glück. Da bin ich froh. Mit den zwei wäre ich auch wirklich ungern alleine. Das kann ich mir vorstellen. Ich möchte mal bitte kurz Freigang haben. Ich möchte mal ein bisschen rumlaufen. Das hättest du wohl gerne. Das kannst du vergessen. Du bleibst erstmal jetzt in deiner Zelle drin. Robin, hier sind wir. Huch, wer kommt denn da? Das ist meine Schwester und der Linus. Die wollten doch jetzt hier, dafür, dass wir sie am Flughafen leider festnehmen mussten und dass sie sich hier in der Polizeistation eingesperrt haben, ein bisschen Arbeit ableisten. Dass sie auch wissen, wie es ist, mal im Gefängnis zu sitzen. Hallo Robin, wir wollten heute... Genau, ihr seid ja heute dafür da, um ein bisschen Arbeit abzuleisten, richtig? Genau, Robin. Okay, Kinder, dann werde ich euch mal zeigen, was ihr heute alles zu tun habt. In der Polizeistation kennt ihr euch ja schon aus. Ihr wisst ja schon, wo alles ist, nachdem ihr euch hier drinne versteckt habt. Ja, das tut uns leid. Wie oft müssen wir es denn jetzt noch sagen? Ach, Quatsch, das braucht ihr mir nicht mehr zu sagen. Ich hab's jetzt verstanden. Ich auch. Na gut, kommt, dann gehen wir mal rein und dann schauen wir mal, wo ihr uns mit den Verbrechern alles helfen könnt. Aber Robin, ich will nichts zu Gefährliches machen. Ach Quatsch, das musst du doch auch nicht. Ich auch nicht. Ich will gar nicht so nah ran an die Zellen. Nicht, dass sie mich noch schnappen. Ach Linus, da brauchst du keine Angst zu haben. Das sind die Gebrüder Trick und Track. Was ist los? Warum kommen die Kinder hier rein? Kommen die etwa zu mir in die Zelle? Nein, nein. Die werden garantiert nicht in deine Zelle kommen, aber sie helfen uns heute in der Polizeistation. Von dir mache ich mal ein Bild und tschüss. Hey, die soll aufhören, Bilder zu machen, sonst komme ich raus. Ganz ruhig, Trick. Du wirst jetzt erstmal nicht hier rauskommen. Du kannst noch ein paar Jahre in deiner Zelle absitzen. Das haben wir doch schon jetzt des Öfteren geklärt. Haha, und ich bleib hier draußen. So, und dann zeige ich euch auch noch den anderen Kollegen. Der ist oben drüber, das ist Track. Hey, was wollen die Kinder denn hier? Die sollen hier verschwinden, sonst nehmen sie die Kamera weg. Jetzt bleib doch mal ein bisschen ruhig. Wir wissen doch beide, dass du das nicht machen möchtest. Denn dann kriegst du eine noch härtere Bestrafung und kommst wahrscheinlich gar nicht mehr hier raus. Och Mann, dass ich dir das jedes Mal sagen muss. Hey, er hat mir wirklich meine Kamera weggenommen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Na warte, gleich machen wir deine Zelle auf und holen die Kamera wieder raus. Du wirst die garantiert nicht behalten können. Naja, ist mir auch egal. Ich behalte sie jetzt so lange, bis ihr versucht, hier reinzukommen. Denn dann wollen wir ja mal sehen, wer eine Chance hat, hier rauszukommen. Och, dass du immer noch glaubst, dass du entkommen wirst. Du hast es schon mal probiert und bist leider kläglich gescheitert. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir wieder runtergehen, Alina. Ich glaube auch, aber ich möchte meine Kamera wieder bekommen. Die bekommst du nachher, mach dir keine Sorgen. Die bekommst du garantiert nicht mehr, die behalte ich jetzt. Robin, es ist gerade etwas Ungünstiges passiert. Track hat deiner kleinen Schwester die Kamera weggenommen und die Kamera liegt jetzt in der Zelle drin. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal zu zweit rein und versuchen, die Kamera wiederzubekommen. Das wäre doch wichtig, denn er könnte sich damit vielleicht ein Werkzeug basteln, mit dem er die Zelle öffnet. Da hast du recht, die Kamera hole ich dir wieder raus, Alina. Mach dir keine Sorgen. Gut, Robin, weil vorher fange ich auch nicht an zu arbeiten.
Ich auch nicht. Die Alina braucht die Kamera wieder. Na gut, dann holen wir sie jetzt. Komm Frank, dann gehen wir mal die Zelle aufmachen und hol die Kamera raus. Alles klar, dann machen wir uns mal bereit. Oh Mann, Alina, wir haben es hier echt mit gefährlichen Leuten zu tun. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir mit denen mal zusammenarbeiten müssen, weil wir noch so jung sind. Ich auch nicht. Ich glaube, der Robin merkt auch gerade, dass das hier nicht das Richtige für uns ist. Wenn er gleich meine Kamera geholt hat, dann verschwinden wir wieder. Wir machen irgendeine andere Arbeit. Ich glaube auch, das hier ist viel zu gefährlich. Haha, Kinder, da habt ihr euch auf etwas eingelassen. Mein Bruder, der ist ein ganz schöner Fuchs. Ich glaube, der wird mich gleich befreien. Dein Bruder und der Frank, die haben keine Chance gegen ihn. Der ist viel zu schlau dafür. Der wird beide überwältigen. Und wenn sie nicht Pech haben, wird ihnen auch noch was passieren. Und ich komme heute hier aus meiner Zelle raus. Haha. Das glaubst du doch selbst nicht. Mein Bruder und der Frank, die schaffen das, meine Kamera aus der Zelle rauszuholen. Das werden wir ja jetzt sehen. Frank, machst du gerade noch die Zelle auf, dass ich die Kamera rausholen kann? Ich warte am Eingang auf dich, denn es wäre mir lieber, wenn wir das Ganze zu zweit machen. Alles klar, Robin. Einen Moment, ich mach die Zelle auf. Bleib du bitte ruhig und versuch nichts Unüberlegtes zu machen, denn sonst müssen wir Gewalt anwenden. Ja, ja, ist schon klar. Jetzt öffne erstmal die Tür. Okay, Zelle öffnet sich. So, dann gib mir mal bitte die Kamera. Die Kamera, die kannst du vergessen. Nimm das. Ah, Hilfe, Frank. Ha, du hättest dich nicht mit mir anlegen sollen, denn boxtechnisch bin ich auch ziemlich gut. Hast du ja gerade gemerkt, oder? Oh Gott, Frank, helf mir doch. Oh Gott, was ist denn jetzt hier passiert? Er hat mir einen Schlag verpasst. Ich bin rückwärts umgefallen und er hat mir die Waffe abgenommen. So, ihr zwei. Und Frank, du öffnest jetzt bitte das Schloss unten. Mein Bruder soll auch ganz schnell aus dem Gefängnis rauskommen und dann verschwinden wir von hier, ist das klar? Ja, Frank, mach das mal lieber. Er hat die Pistole und sonst ist niemand in der Polizeistation. Los, lauft! Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Ich und mein Bruder müssen verschwinden. Wir haben schon einen Plan, wie wir von hier abhauen können. Vorwärts! Was passiert denn da oben? Wieso hat denn der Truck eine Pistole in der Hand? Oh Gott, ich glaube, der versucht aus dem Gefängnis auszubrechen. Ich hab's doch gewusst. Perfekt, Drak. Öffne meine Zelle. Komm, Linus, schnell weg hier. Wir verstecken uns da drüben in der Waffenkammer. Die Tür kann man verschließen. Rennt, Kinder, denn ich komm gleich hier raus. Oh Gott, Alina, mach schnell die Tür auf. Ich komme. Schnell und jetzt die Tür zu. Ah, verdammt, zu spät. Naja, Waffen brauchen wir ja keine mehr. Der Drak hat ja anscheinend eine. Los, komm, Drak, wir verschwinden. So, ihr zwei, das war's. Uns hat's gut gefallen hier. Wir wünschen euch noch ein schönes restliches Leben. Wir verschwinden jetzt mal lieber. Bis irgendwann oder vielleicht auch bis auf nimmer Wiedersehen. Tschüss. Hahaha, das hat ja perfekt geklappt. Super. Wir können die doch nicht einfach so entkommen lassen. Los, ich stürze mich auf Trick und du auf Drak. Okay, Robin, denkst du, das ist wirklich eine gute Idee? Das müssen wir versuchen, sonst entkommen sie. Halt, stehen bleiben. Schlechte Idee, dieses Mal kenne ich keine Gnade. Oh Gott, Robin, du hast ihn vielleicht umgebracht. Dieses Mal entkommen wir, egal was passiert. Wir lassen uns nicht von euch schon wieder aufhalten. Komm, Trick, wir hauen ab. Oh Gott, Robin. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Die Verbrecher haben auf ihn geschossen. Ich werde sofort einen Rettungswagen anfordern müssen. Er wurde getroffen. Bleibt ihr bei ihm. Ich renne schnell hoch. Okay, bitte beeilen Sie sich. Ich renne so schnell ich kann. Ach, Alina, das wird schon wieder. Es tut nur in meinem Bein furchtbar weh. Ich bin im Bein getroffen worden. Es ist nicht so schlimm. Oh Gott, die Bösewichte, die müsst ihr erwischen. Die müssen für immer weggesperrt werden. Ich glaube, da hinten kommen sie auch schon. Ja, ich höre die Sirenen. Kommt, Linus und Alina, geht mal ein Stück auf die Seite. Wie ist ihr Name? Ich heiße Robin. Okay, Robin, das sieht nicht sehr gut aus. Okay, Timo, hol mal bitte die Trage aus dem Auto, schnell. Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Mein Bruder darf aber nicht sterben. Ach, darum musst du dir keine Sorgen machen. Sterben wird er nicht, aber er blutet ziemlich stark und das müssen wir auf jeden Fall stoppen und das Ganze nähen und die Kugel muss entfernt werden. Ja, also bitte beeilen Sie sich. Wir machen unser Bestes. Herr Polizist, könnten Sie die Kinder vielleicht ein Stück auf die Seite nehmen? Na klar, kommt jetzt Linus, Alina. Wir müssen ein bisschen mehr Platz machen. Wären wir nur nicht heute hier hingekommen, dann wäre das Ganze nicht passiert. Ja, da hast du recht, Alina. Ach Quatsch, ihr zwei. Ihr habt doch damit gar nichts zu tun. Das waren Trick und Track. Ich werde alles Mögliche, was ich tun kann, dafür tun, dass die zwei zurück ins Gefängnis kommen. Ja, und wir werden sie unterstützen, wo wir nur können. Das ist super. Aber wie wollt ihr das denn machen? Ich hab da auch schon eine super Idee. Denn meine Kamera ist eine der neuesten Kameras und die kann was ganz Spezielles.
Okay, dann musst du mir gleich mal mehr davon erzählen. Jetzt gucken wir erstmal, dass der Robin sicher ins Krankenhaus kommt. Okay, Alina, wir haben deinen Bruder jetzt soweit stabilisiert. Wir können ihn jetzt mit ins Krankenhaus nehmen. Wir denken auch, dass er in 2-3 Tagen schon wieder aus dem Krankenhaus raus kann. Aber die Wunde muss jetzt erstmal verheilen. Wenn du willst, kannst du deinen Eltern dann später Bescheid sagen oder sollen wir das übernehmen? Machen Sie das bitte. Ich muss mit dem Frank jetzt noch einen Plan schmieden, wie wir die 2 Verbrecher wiederbekommen. Okay, aber dann kommt bitte nach ins Krankenhaus. Das werden wir machen. Ich bring die 2 auch ins Krankenhaus. Okay, Timo, komm, dann bringen wir mal den Robin ins Krankenhaus. Oh Mann, Robin, das tut mir so leid. Okay, Alina, und was ist dein Plan? Wie kriegen wir Trick und Track? Also, meine Kamera ist ja eine der neuesten Kameras. Genau, das hast du gerade erzählt. Und weiter? Ich verstehe es auch noch nicht, Alina. Und was soll denn deine Kamera können, dass wir Trick und Track wiederfinden? Also, wenn sie meine Kamera noch haben und noch nicht weggeschmissen haben sollten, was ich auch noch nicht denke, dann können wir die Kamera orten, denn sie hat einen Internetanschluss. Und sie wird sich dann in einen Mobilfunk einwählen müssen. Und dann könnt ihr bei der Polizei feststellen, wo die ist. Und dann wissen wir, wo die 2 sich aufhalten. Und dann schlagen wir zu. Die schnappen wir uns. Die müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Ich werde nachher alle Kollegen vom SEK und der Polizei zusammentrommeln. Und dann werden wir die 2 verhaften. Egal, was es kosten wird. Die Mission Trick und Track verhaften. Die kann dann losgehen.